Das Brexit-Referendum war knapp. Fast jeder zweite Brite wollte in der EU bleiben. Umfragen zeigen, es sind sogar noch mehr geworden. Denn erst jetzt wird klar, wie komplex der Ausstieg sein wird. Viele Briten haben mittlerweile Angst vor unvorhersehbaren Folgen für die Wirtschaft und Gesellschaft. Gäbe es ein neues Referendum, die Mehrheit würde für einen Verbleib in der EU stimmen. Auch wenn inzwischen offenbar die Mehrheit der Briten gegen den Brexit ist, gewählt ist gewählt. Es ist undemokratisch, die Wahl zu wiederholen. Erwachsene Menschen sind an die Urnen gegangen, die sich hoffentlich vorher informiert haben. Andere Abstimmungen werden auch nicht wiederholt, auch wenn vielleicht später klar wird, man hat die falsche Wahl getroffen. Die Briten haben gewählt und diese Entscheidung gilt es zu respektieren und umzusetzen. Einen so komplexen Sachverhalt auf eine Ja-Nein-Frage zu reduzieren, ist grob fahrlässig. Es war eine Maßnahme des damaligen Premierministers, um die euroskeptischen Wähler nicht zu verlieren. Dass Menschen tatsächlich für einen Ausstieg stimmen könnten, damit hatte selbst er nicht gerechnet. Die Kampagne geprägt von Falschinformationen und Manipulation. Demokratisch war das nie. Klar, es stimmt, Falschinformationen sind eines der größten Probleme unserer Zeit. Aber falsche Infos, das gilt offenbar für beide Seiten. Das Netz ist voll mit Halbwahrheiten, aber die lesen erwachsene Menschen hoffentlich mit Medienkompetenz. Ist die nicht vorhanden, sollte daran gearbeitet werden. In Zeiten des Populismus könnte man sonst bald jede Wahl wiederholen.